Also sozusagen das Grundproblem unserer Stadtentwicklung hängt natürlich auch damit zusammen, dass Grund und Boden Privateigentum ist. Und eine Stadt, die im Sinne ihrer Bürger die Stadt auch verändern will, natürlich eigentlich im Besitz dieses Grund und Bodens sein müsste und es nicht ist in vielen Teilen und damit ein bisschen als Akteur zwar rahmengebend sein kann, aber die konkrete Umsetzung nicht vorantreiben kann. Von daher kann man schon sagen, dass auch die Städte nicht unbedingt immer die Hauptakteure der Stadtentwicklung sind. Die sind gut darin, schöne Konzepte zu überlegen, andere davon zu überzeugen und mitzunehmen. Aber alleine, wenn man sich in Berlin anschaut, wie schwierig es ist, das Eigentum, was dem Bund gehört, der sogenannten Bundesimmobilienagentur BIMA, die in Berlin ja auch über Grund und Boden verfügt und die bisher immer noch der Ansicht war, von dem Land Berlin auch dort Höchstsummen zu verlangen, um diese Grundstücke zu übernehmen, wird das so ein bisschen klar, wie schwierig die ganze Frage von Grund und Boden ist und wie viel das natürlich auch mit den Interessenskonflikten bei Stadtentwicklung zu tun hat. Ich glaube nicht, dass es unbedingt um die breite Vergesellschaftung gehen muss auf der einen Seite oder um den rein kapitalistischen Eigentumsgedanken. Also die vielen kleinen Genossenschaften, die es hier gibt und so weiter, machen ja deutlich, dass es auch andere Modelle geben kann. Man kann über Erbpacht nachdenken. Man muss nicht unbedingt im Besitz des Bodens sein, um darauf Projekte zu entwickeln. Also die aktuelle Diskussion rund um das Thema Wohnungsbau zeigt auch, dass man verstärkt anfängt, auch wieder über solche Modelle nachzudenken.